wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich meine Gala Beauty Box erhalten, meine dritte, und bin happy. Und meine zweite Gala Beauty Box, dazu konnte ich leider kein Video drehen, weil ich leider nicht dazu kam. Aber heute werde ich euch jetzt meine dritte Gala Beauty Box zeigen, was diesmal alles drin ist. Ausgepackt habe ich schon bereits, wie immer, aber reingeschaut noch nicht. Das wollte ich jetzt mit euch gemeinsam tun. Dann fangen wir mal los. Wie immer habe ich hier einmal Zeitschrift von Gala. Und ja, reingeblättert habe ich noch nicht. Die werde ich mir auf jeden Fall gleich mal durchlesen. Dann habe ich hier mein Prachtstück, und zwar mein Gala Beauty Box. Bin mal gespannt jetzt, was drin ist. Also bei dem zweiten, mit meinem zweiten Box war ich auch ganz zufrieden gewesen. Und ja, mal gucken, was diesmal hier ist. Ein Info. Ich könnte jetzt holen. Also hier ist auf jeden Fall ein Produkt. Ich hatte ja letztens ein Aufgebraucht-Video gedreht gehabt, und zwar Aufgebraucht-Video 4. Da habe ich über ein Produkt etwas gesagt gehabt, etwas Negatives. Und das habe ich jetzt hier drin. Und das ist genau das, was mir überhaupt gar nicht gefallen hatte. Das ist dieses Body Cream mit diesem Moisturizing, heißt das, Organic. Und ja, den habe ich auf jeden Fall drin. Und davon hatte ich ja so einen kleinen Tester gehabt, und Geruch und so weiter als mögliche, die gefiel mir überhaupt gar nicht. Leider nicht. Und ausgerechnet das habe ich jetzt hier drin. Und das wäre 99% natural. Okay, das ist schon mal gut, aber wichtig ist für mich auch, wie die halt auch riechen. Ja, auf jeden Fall sind hier 200 ml drin und ist halt dann ein Originalprodukt, gehe ich mal davon aus. Ganz zum Schluss werde ich mal gucken, welches Originalprodukt ist, und das werde ich euch auch verraten. Als nächstes habe ich hier von Sebamed Aufbaucreme. Anti-Aging mit Q10 steht drauf. Hyaluron-Komplex. Und da sind 50 ml drin. Ich glaube nicht, dass es die größer gibt. Und deswegen sage ich mal, dass es ein Originalprodukt ist. Also die finde ich schon mal gut. Das muss ich sagen. Und hier ist noch Ökotest von einer Bewertung von sehr gut. Dann habe ich hier von Velada Hautcreme für trockene und raue Haut. Ganzheitliche Naturkosmetik steht drauf. Da sind 30 ml drauf. Da sind 30 ml drin. Das wäre das hier. Und ich werde jetzt aufmachen und dran riechen. Dann kann ich euch direkt sagen, wie die riecht und ob das auch schnell einzieht. Mal gucken. Also die ist ein bisschen gelblich. Falls ihr das erkennen könnt. Also weiß ist es nicht, sondern eher ein bisschen gelblich. So grünstich ist noch mit bei. Die ist nicht so flüssig, eher fest, würde ich mal sagen. Also dickflüssig. Die glänzt sehr schön. Schaut mal her. Die glänzt wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube, da ist mehr Ölanteil drin. Und ein Riechen, das erinnert mich etwas an Desinfektionsmittel, was Geruch betrifft, und gleichzeitig auch nach Zitrone, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, das fühlt sich sehr angenehm an, und wie gesagt, das glänzt auch sehr, sehr schön.
Das gefällt mir am meisten. Aber Geruch ist nicht mein Fall. Also Geruch, der Duft gefällt mir nicht so ganz gut. Ansonsten ist sie okay. Dann habe ich hier einmal von Styx Naturkosmetik. Styx, glaube ich, heißt das. Oh mein Gott, da steht drauf Kartoffelhandbalsam. Und da wären 30 ml drin. Und wisst ihr was? Ich muss mal da dran riechen. Kartoffel. Mal was anderes. So. Ups. Ja, ich habe mich hier ein bisschen verkleckert. Also, so sieht das aus. Das riecht echt sehr, sehr gut. Das muss ich jetzt sagen. Also hätte ich nicht gesagt, dass das so riecht. Die ist eher flüssig als Velada. Velada hieß die, ja. Zieht schnell ein. Also glänzend tut es sehr, sehr, sehr leicht. Aber riechen tut es sehr, sehr, sehr gut. Die riecht Richtung Vanille. Also süßer Duft ist das. Und wie gesagt, also riechen tut es wirklich sehr gut. Das wäre das hier. Also falls ihr das mal irgendwo sehen solltet, könnt ihr euch direkt kaufen. Lecker. Dann habe ich hier einmal von LCN, heißt das, die Marke. Ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht. Ich weiß jetzt auch nicht, was das ist. Achso, Lipgloss. Komische Farbe. Das wäre das hier. Und also in Flederfarbe. Ich guck mal, ob die klebrig oder sowas ist. Weil ich hasse, wenn Lipgloss klebrig sind. Ich glaube, die ist klebrig. Na, wo soll ich jetzt drauf tun? Die ist klebrig, aber hallo. Ich hasse klebrige Produkte. Also, so sieht die Farbe aus. Die habe ich hier drauf. Und die Farbe kann man so nicht erkennen. Beziehungsweise ganz, ganz, ganz leicht kann man das erkennen, aber dafür müsste man halt auch eher mehr dicker drauf tun. Gefällt mir überhaupt gar nicht, muss ich sagen. Also ich glaube nicht, dass ich das hier benutzen werde. Und deswegen mal gucken, was ich jetzt damit machen werde. Und ganz zum Schluss habe ich hier von Manopla wo bin ich hier? Selbstbräunender Handschuh für den Körper. Von welcher Marke ist das? Self Tanning Natural and Uniform Body Color. Comodunis Urban Cosmetics. Kenne ich überhaupt gar nicht, sag mir auch gar nichts. Auf jeden Fall sieht so aus. Und ja, das wäre selbstbräunende Handschuhe für den Körper. Und auf einer Seite finde ich das gut, weil ich mit Lasertherapie angefangen habe wegen dauerhafter Haarentfernung. Und ja, das dauert 8 bis 10 Sitzungen. Und ich war schon mittlerweile 6-mal da gewesen, also bleiben mir 2 bis 4 Sitzungen über. Und solange darf ich mich nicht sonnen.
bzw. Schlafsonnenbank, aber auf die ganz leichte und das auch nur für 15 Minuten und das bringt überhaupt gar nichts. Und ja, da dachte ich mir halt, komm, bis ich das hinter mir habe, gehe ich überhaupt keine Sonnenbank. Deswegen werde ich das mal ausprobieren, mal gucken, wie die überhaupt ist und damit ich auch ein klein bisschen Farbe wieder habe. Ich bin schon mittlerweile sehr blass geworden. Ihr sollt mich mal früher sehen, ich war so richtig braun gewesen, aber richtig. Und viele dachten halt, ich wäre so naturbraun, aber nein, war ich nicht. Ja, und jetzt bin ich richtig blass geworden. Meine ganze Schminke, was ich zu Hause besitze, mittlerweile sind die für mich zu dunkel jetzt. Teils. Auf jeden Fall, das ist für mich okay. Das ist der Hammer, was jetzt in Box drin ist. Das geht so, nur Duft gefiel mir jetzt nicht so besonders gut. Ansonsten ist es halt okay. Und über Sebamed kann ich mich nicht beklagen. Zwei Produkte, was mir überhaupt gar nicht gefallen haben, wären die beiden gewesen. Und ja, tja, ich guck mal. Also, das wäre Originalprodukt. Sebamed wäre Originalprodukt. Das 7,7. Ja. Das wäre auch Originalprodukt. Das wäre auch Originalprodukt. Mal gucken. Das ist auch Originalprodukt. Und Originalgröße wäre das hier. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stück drin sind. Also 3 Stück wären halt Originalgröße. Aber hier steht überhaupt gar nicht drauf, wie viel drin sind. Naja, egal. Die Preise werde ich euch dann hier oben schreiben, wie teuer die sind. Und ja. Also meine Box, naja, geht so. Habt ihr auch Gala Beauty Box? Ja oder nein? Wenn ja, wie fandet ihr eure Box überhaupt? Wart ihr damit zufrieden oder eher enttäuscht? Also bei mir geht so, aber naja, dafür war meine erste und zweite Box richtig gut gewesen, was mir sehr gut gefallen hat. Und ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde auf jede einzelne Kommentare mich sehr freuen. Auf ein Däumchen würde ich mich auch sehr freuen. Und wie gesagt, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich sage schon mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.